Einige haben es sicher schon auf Twitter verfolgt und hier ist nun das Endergebnis. Julia hat mir eine sehr schöne Geburtstagstorte im The Legend of Zelda The Wind Waker Stil gebacken, die sich größtenteils am Außenbereich des ersten Dungeons orientieren soll, auch wenn da oben ziemlich viel von Präludien ist, wie zum Beispiel die Möwen oder die Schweinchen. Aber es gibt auch einige Überraschungen, wie eben den Leuenkönig, der da auf den Wellen neben dem Rubin entlang schwimmt, ein Chuchu und Makorus, sowie diese Möwe auf dem Stein. Sehr schön verziert, muss ich sagen, vor allem, weil sie ja eigentlich gar keine gelernte Konditorin ist, habe ich mich sehr gefreut, wie gelungen das war. Aber ja, eine Torte ist eben zum Essen da und deswegen musste auch die aufgeschnitten werden. Allerdings habe ich die schönen Figürchen in Sicherheit gebracht, damit die nicht sterben müssen. Der Teig war übrigens Schokolade, gemischt mit Banane und Zimt. Außerdem gab es dann noch eine Vanillecreme und eine Latte Macchiato-Creme. So, da kommt das erste riesige Stück. 2.000, 3.000 Kalorien. Aber einmal im Jahr kann man sich das ja gönnen. So sah das aus und es hat, wie gesagt, sehr gut geschmeckt. Danke, Liebling!